wir sind auf dem Weg zu den Wasserfällen in Antalya. Zu welchen? Das musst du mir sagen. Wie heißen die? Kurschunde hießen die. Die verbleiten. Die verbleiben. Wer weiß ja, warum die so heißen, oder? Die heißen, also hast du mir gesagt, dann gehe ich davon aus, dass es Naturschutzpark oder sowas. Wir waren schon an den oberen und unteren Dünen, Wasserfällen. Die waren ja sehr schön und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich habe gerade rausgesucht, diese drei Wasserfälle werden in einer Tour angeboten, dass man die alle drei besichtigen kann. Für schlappe 65 Euro pro Person. Wobei man sagen muss, dass die unseren Wasserfälle einfach in einem normalen Park sind, wo man gar keinen Eintritt hat. Ja, genau. Und die oberen kosten auch nur, weiß nicht, in den alten Videos haben wir das irgendwo drin. Es wird ein bisschen teurer geworden sein, sicherlich, aber es war nicht teuer. Es ist aber nicht mehr als wie 1-2 Euro. Ja? Genauso wie in Malamgat, die Wasserfälle, die kosten auch nur, was haben wir bezahlt? Auch kein Euro oder sowas. Ja. Also es ist immer witzig, wenn die sagen, wir bezahlen für euch den Eintritt. Ja, der Eintritt kostet dann noch nicht mal einen Euro. Ja. Genau, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, wir sind angekommen. Scheint hier ziemlich voll zu sein. Ein Touristenmagnet. Was ist das da? Oma, eben nicht so kürzer. Oder hast du eben nicht gehört? Was haben wir bezahlt? 28 und der Elias hat 14 bezahlt. So sieht es hier aus. Und ein paar Pferdchen hier, mit denen wir nicht streiten, bei den Temperaturen, die armen Viecher. Ziemlich voll hier. Alter, ziemlich voll hier. Ja, laut. Ja. Das hat so einen Grillenfilter. Ja, die Grillen sind sehr laut. Genau. Ja, wir ballern jetzt hier durch, schauen uns alles an und hauen wir auch ein Essen draußen. Genau. Hier ist eine typische Touristenattraktion. Wir nehmen einen Papagei auf den Kopf, auf die Hand oder sonst so. Ne? Aufs Bein. Vorsicht. Ja. Hier ist halt sehr voll, überall Touristen. Aber es ist ein bisschen abkühlend hier. Der Elias schickt uns hier durchs Nirvana. Und? Was gibt's hier oben? Und jetzt? Nach da hoch. Oh Gott. Wenn wir nach da hoch kommen. Super. Ja. Das Abenteuer beginnt hier. Ja. Ich zeichne das hier mal auf, weil wir hier irgendwo nirgendwo sind. Soll ich mal vorgehen? Ja. Wenn du fällst, dann ist alles vorbei. Guck mal, der Angsthase, der läuft jetzt über die instabile Brücke, die hier schon kaputt ist. Naja, wir haben es geschafft. Wir sind die Brücke überwunden. Oder wir haben die Brücke überwunden. Und jetzt sind wir hier tatsächlich am Wasserfall, wo er oben entlang geht. Ja, genau. Lauf da rum. Bleibst du mal, da gehst du so nicht weiter. Ich habe schon gesehen, dass das kaputt ist. Stopp, da oben geht es doch gar nicht mehr weiter. Nein. Oh. Überall alles Wasser. Und es fließt da hinten den Berg runter.
und ist dann beim Wasserfall, ist dann zum Wasserfall. Oh, ich kann auch kein Deutsch mehr reden. Da entsteht der Wasserfall dann. So. Können wir schön. Super. Können wir schön. Adrenalin. Schön wieder zurück. Nee, wir gehen jetzt nirgendwo mehr lang. Wir gehen jetzt wieder zurück. So, normalerweise kommt hier bestimmt auch noch Wasser. Mach! Stopp! Da, du bist eben auf ein kaputtes Ding Holz gelaufen, Ilja. Ja, egal. Ey, dieses Kind. Der Kett liegt. Ja, ja. Das wackelt auch ganz schön. Ja, genau. Und er fällt. Der hoffentlich wehgetan, ja? Nein, aber ich hab mir mein Bein gebrochen. Ihr seid live dabei, wie wir hier gleich gefressen werden. Was ist eine Schlange? Ja, hat hier gezischt. Ja, komm, hier zischt sie überall, du Schlange. Ja. In den Blättern hat sie Rachen. Blätter haben nicht gewählt. Und dann kommen alle. Es gibt normale Touristen und es gibt uns. Die laufen auf den Wegen abseits irgendwo. Kein Mensch hat sich hierhin verirrt. Die Wege stoppen irgendwo und wir laufen hier rum wie die Verrückten. Ja. Da unten sind die ganzen Touris. Da unten der See, der Wasserfall. Und wir laufen hier oben rum. Hier gibt es auf jeden Fall Unmengen an Treppen. Wir sind auch nicht so einfach zu laufen. So sehen die nämlich aus. So, nächste Treppe, es geht wieder hoch. Wir waren gerade umsonst hier unten. Da hinten gibt es noch einen Spielplatz. Und hier kann man auch Picknick machen. Aber wir sind so von unserem Rundgang kaputt, dass wir jetzt gehen. Oder? Bist du kaputt? Nein? Du siehst ein bisschen schwitzig aus. Das ist, glaube ich, nass gemacht. Selbst der Elias hat ganz rote Bäckchen. Aber ich bin nicht kaputt. Nein, du bist ja. Ich bin ja. Ich will nicht hier bleiben, aber ich will woanders. Ja, wir haben ja heute auch nur 37 Grad, von daher. 39 schon vorhin. Was? Nee, 37 Grad gemeldet. Ja, jetzt gehen wir weiter. So, wir sind in Antalya angekommen. Jetzt wollen wir zum Helvace was essen. Gell? Nicht? Schlafen. Elias ist kaputt. Gell? Meine Augen fangen gleich zu. Ist nicht kaputt, büyük dondurmalar olur. Nereye gidiyorsun? İki tane normal. Ha, o da mı dondurma oluyor değil mi? Nasıl dondurma oluyor? Devam edeceğiz. Kaşığa gerek yok. Var zaten kardeşim. Demin verdiğiniz. Mit Eis. Na, und wieder beim Essen. Was haben Sie denn hier Leckeres? Das ist Helva mit Tahin obendrauf, also Sesampaste. Und einem Marasch-Eis drunter. Helva ist noch leicht warm. Eis ist natürlich kalt. Das schmeckt sehr gut. Ja. Und ich habe das gleiche hier mit Pistazie. Und der Elias hat einfach nur ein Eis. So Oldschool-Bahn. Oh, ich sehe total erholt aus. Ja. Weißt du, woran das liegt, Schatz? Der Fehler vom Auto ist wieder weg. Ja, wir fahren jetzt schon seit eineinhalb Stunden. Aber vorher war er schon weg. Seit eineinhalb Stunden Autofahrt ist der Fehler weg. Aber das hatten wir ja schon mal gehabt. Der kam dann mal wieder und dann ist er wieder weg und dann war er ganz lange weg. Ja? Also, aber jetzt ist aber auch das. Jetzt ist aber auch genug. Der Diesel ist jetzt fast durch. Vielleicht lag es ja wirklich. Die technischen Details kommen wir später. Vielleicht lag es ja wirklich nur am Diesel. Wir brauchen aber jetzt erstmal noch einen Abschluss für. Ja. Für die, wie hieß das? Der Wasserfall. Kurşunlu Şelalesi. Ja. Oder Kurşunlu Şelale.
Also was ich sagen wollte, Eintritt 1 Euro pro Person und 50 Cent für Schüler und Kinder kostenlos. Also keine und gefühlt 1000 Treppen laufen. Ja genau, und deswegen, also Leuten mit Gehbehinderung auf oder alte Fall. Leute. Auch Leute mit Kinderwagen. Spart euch das, das lohnt sich auch gar nicht. Nee. So ein bisschen Wassergeplätscher, es ist schön. Nee. Da geht lieber an die Düden, obere Düden, untere Düden. Es ist viel, viel schöner als wie hier. Sehr viele Touristen, sehr, sehr voll. Es war auch sehr heiß. Aber ja, 1 Euro. Aber würde ich auf keinen Fall in eine Touristenattraktion der Ilersfeld Attraktion mitnehmen, vor allem auf keinen Fall für 65 Euro. Da würde ich mir eher ein Auto mieten und würde die Wasserfälle so abklappern. Dann habt ihr dabei mit 40 Euro dabei und nicht mit 65 Euro pro Person. Also das auf keinen Fall machen. Richtig. Aber somit das werden wir auch demnächst nochmal ein Video machen, was man auf keinen Fall machen sollte in der Türkei. Ja, jetzt haben wir gegessen, also Eis und wie heißt das, Hellwatte gegessen. Jetzt laufen wir hier in Antalya ein bisschen rum. Und heute Abend wollen wir nochmal so eine andere Touristenattraktion mitnehmen. Und zwar wollten wir mal ins Land of Legend, nicht in den Park, sondern nur vorne in diese Einkaufsmeile. Mal gucken, wie es da so ist, weil das wird ja auch angeboten, was ich auch nicht verstehe. Egal, wir gucken uns jetzt das später mal an. Aber erst essen wir bestimmt noch mal. Ja, ich hab Hunger. Wer hätte das? Was? Hab ich nichts gegessen. Nach diesem Ding hast du noch Hunger? Nein, ich habe ja davor nichts gegessen. Oh Gott, immer essen. Ein bisschen Sightseeing hier. Wir sind hier in diesem einen Laden hier. Chukura Park. Und wollen sie ja Fischbrötchen. So, was isst du, Ilias? Du isst... wo ist er denn? Nee. Das isst du. Das isst du. Das ist so ähnlich. Und ich... das da. Und du isst... das da. Genau. So, jetzt konnten wir uns eine Salatbar holen. Der Fisch. Ja, das war lecker. Oh, das ist ein bisschen holprig hier. Die Fischbrötchen mit Salat, den konnte man sich dann vorne auswählen an so einer Salatbar. Jeder das, was er möchte. Und 340 haben wir bezahlt mit Getränken. Mit Getränken, was war immer so teuer ist, weil. Fahr doch mal, Mensch. Alter! Was ist du hier? Mein Bluthochdruck. Bluthochdruck? Wegen der Idiot auf die Straße. Ja, wir trinken halt meistens Cola. Ja, der Elias hat das Fanta. Und das bezahlt man auch ein bisschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas Einheimischeres oder so nehmen würden, dann, der will hier halten. Ja, super. Dann wäre es natürlich billiger. Die Getränke sind. Die Getränke sind halt. Hauen auch viel rein. Aber die Gerichte haben gekostet, ich habe geguckt, mein Brot glaube ich 80, 90. 85, gell? Ja, ja. Sowas, also jeweils pro Brot und die habe ich aber gefilmt. Aber insgesamt 340 haben wir dann 11. Du kannst ja ausrechnen, so circa 240 Euro. Ungefähr nur das Essen. Wenn du das Geld, die Getränke, wenn du Wasser nimmst, kostet halt nur 10 Liter, anstatt vielleicht 30 oder sowas. Mhm. Also es macht dann schon was aus. Aber es war echt, es ist so, ich glaube, das ist so ein Insiderladen. Der, Laden war voll, gestoppte voll. Ja. Wir haben gestanden, haben erst gar keinen Platz gehabt und der Besitzer hat dann gesagt, solange man steht, bis dann das Essen kommt, ist dann meistens ein Platz frei oder ist ein Platz frei und so war es dann auch. Und ja, dann haben wir lecker gegessen und jetzt geht's weiter. Okay. So, jetzt sind wir hier bei Land of Legends. Das ist ein riesen Ding, ey. Wir wollten eigentlich das kaufen. Ja, genau. Ja, haben jetzt mal Angebot hinterlegt. Ob die uns das so verkaufen, weil es ist schon so, kommt mein Wunschhaus so ein bisschen nahe. Hier wieder so ein Touristenmagnet, wie viele Leute hier reinlaufen, das ist unglaublich. Und hier ist der Land.
Ja, gucken wir uns das doch mal an. Ja, de facto. Wir bauen so immer noch da hinten in dem Freizeitpark. Ich habe schon gesagt, wenn der Elias mal älter ist und dann gehen wir mal da in den Land of Legends, in den Freizeitpark. Ich glaube sogar, dass der Eintrittspreis gar nicht so teuer ist. Irgendwas um die 32, 34 Euro oder sowas. Ja, hier oben gibt es so einen Food Corner. Ganz viele Läden zum Essen. Können wir damit fahren? Ah, so witziger, so ein Büschchen da hinten. So, wir haben einen kurzen Einkauf gemacht im Flow und haben dem Ilias neue Schuhe gekauft, weil er vorhin seine Schlappen angehabt hat den ganzen Tag und jetzt hat er sich eine kleine Blase innen gelaufen. Aber es gibt ja den Flow. Jetzt haben wir Schuhe gekauft für 6 Euro. 6,70 Euro. Yes, und Socken. Socken waren fast teuer. Es nimmt ja gar kein Ende. Es ist so riesig hier. Für uns, naja, wir wollen gar nichts kaufen. Also ein riesen Mall, wie im Disneyland gefühlt. Ja, wir sind immer noch im Einkaufszentrum. So, wo sind wir gelandet? Im Spielzeugladen. Tada! Tourist. Ja, das war das Land of Legend, die Einkaufsmeile. Wir verabschieden uns jetzt. Der Elias wollte noch hier Gondel fahren für schlappe 20 Euro pro Person. Das haben wir dann nicht gemacht. Und wir haben beschlossen, dass wir eventuell nächstes Jahr, wenn der Elias ein bisschen größer ist, dann mal in den Freizeitpark gehen. Voll heiß. Voll heiß, ja. Aber vorher fahren wir jetzt nach Hause. Gell? Sag Tschüssel. Tschüss.